Es ist wunderschön. Aber hast du mich nur hierher bestellt, um mir deine ganze Shopping-Ausbeute zu zeigen? Gefällt dir nicht? Das kannst du mir doch gleich sagen. Du, ich kann alles wieder umtauschen. Der Flügel ist keine Theke und auch keine Ablage. Hm? Entschuldigung, es ist ja gar nichts passiert. Ja, auch wenn es nicht meiner ist, es ist unmöglich. Ja, jetzt mach da bitte kein Drama draus. Entschuldig mich bitte. Bis später. Seit er Geschäftsführer ist, hat er nur noch den Fürstenhof im Kopf. Naja, er trägt die Verantwortung fürs Hotel. Ja, das ist ja auch schön, aber deshalb muss er mich noch nicht links liegen lassen. Nur weil du einmal nicht im Mittelpunkt stehst und Monologe halten kannst. Ich will aber Monologe halten. Heißt es noch lange nicht, dass du missachtet wirst. Hier, nimm du ihn. Typischer Frustkauf, oder? Ach, im Moment läuft einfach alles schief. Dieser unsägliche Pärchenabend gestern. Also das lassen wir in Zukunft besser bleiben. Ja, und dann sagt man noch Ari ab. Ach echt? Weswegen denn? Er wollte seine Beziehung spielen lassen. Ja, um mich für die Prinzenhochzeit zu buchen. Aber das scheint ja ausgeschlossen zu sein. Und jetzt, wo ich Konstantin einmal gebrauchen könnte, da ist er nicht für mich da. Wenn jemand irgendwas von ihm oder seiner Braut will, dann verweist ihn bitte an seinen persönlichen Referenten. Selbst wenn der Prinz auch gleich am nächsten Tisch sitzt. Hast du mal einen Moment für mich? 2 Sekunden. Gibt's sonst noch Fragen dazu? Außerdem sollten die Herrschaften irgendwas bestellen, was nicht in der Karte steht. Wir nehmen die Bestellung in jedem Fall an. Unser Küchenchef, Herr Konopka, der ist zu unserer Verfügung in der Küche und kümmert sich auch um die ganz speziellen Wünsche. Okay? Ja. Ich danke euch. Alles klar. Tada! Hey, du hast einen schon fertig. Glaubst du, der gefällt dem Prinzenpaar so? Der ist toll. Wunderschön. Ist der zweite auch schon fertig? Nee, ich wollte dir erstmal den Entwurf zeigen, bevor ich noch einen mache. Mach ihn genauso. Besser geht's nicht. Ja, du, ich dachte, vielleicht könnte ich noch eine Lasur drüber ziehen, dann glänzt das Ganze noch ein bisschen schöner. Du bist die Künstlerin. Es tut mir leid, du, ich stehe gerade dermaßen unter Zeitdruck. Ist noch was? Na, du, pass auf, dass du bei dem ganzen Stress nicht das Wesentliche übersiehst. Natascha, die kann ganz schön durchdrehen, wenn sie sich vernachlässigt fühlt. Im Moment muss ich einfach Prioritäten setzen. Das sollte gerade Natascha verstehen. Ja, aber sie ist der Nabel der Welt und sonst nichts und niemand. Danke für den Tipp. Wollte ich nur gewarnt haben. Danke. Möchtest du lieber unten sitzen oder oben? Solange du dabei bist, ist mir alles nichts. Guten Morgen, Marlene. Guten Morgen. Vielleicht dann doch oben. Ich gehe schon mal vorher. Na, ihr zwei möchtet wohl lieber alleine frühstücken, ha? Ganz recht. Guten Appetit euch beiden. Süß, wie der Doktor sich um sie kümmert, oder? Die beiden sehen nur ganz friedlich aus. Scheinbar hat sich das Gewitter verzogen. Zumindest bei den beiden. Wieso erscheint mir heute alles schöner als sonst? Vielleicht, weil ich in letzter Zeit vor lauter Kummer wegen Konstantin mit Scheuklappen rumgelaufen bin. Es ist fast, als hätte Michael mir die Augen geöffnet. Schon komisch, wie unterschiedlich man die Welt um sich herum wahrnehmen kann.